Ich wäre offen sein. Ich bin in Worten und Botschaften der Bibel. Weder treu noch hab ich blinden Glauben. Ich folgte dem logischen Weg der Wissenschaft, musste aber erkennen, dass da noch mehr ist als es den Schein hat, es den Heiligen Schein hat. Doch die Übersetzung, die man uns aufzwingt. Kumpel, ich bin mir dieser Botschaft nicht sicher. Ich werde offen sein. Die Bibel ist nur eine Geschichte, eine weitere Geschichte in einem weiteren Buch. Also nimm mich mit Seele auf diese Reise. Ich glaube auch, dass all diese Geschichten von Fluten und Beben, weißt du, und viele Geschichten und viele Religionen, aber sie haben immer einen zentralen Punkt. Jemand hat einen Plan für all das, und das ist es, was alle Religionen gemeinsam haben. Es gibt eine höhere Macht. Nur wer es ist und wie es funktioniert, sie sagen es uns nicht wirklich, weil sie dieses Geheimnis bewahren wollen. Diese Welt ist ein Konstrukt, und an dieses Konstrukt zu glauben, oh, das wird uns leicht gemacht. Ja, mit Updates, um nicht aus der Rolle zu fallen und als crazy eingestuft zu werden aus der Norm. Und dabei sind nur hier, um zu lernen, zu lernen, zu lernen, menschlich zu sein. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht warum. Und ich bin froh, dass ich es nicht weiß. Denn es sollte etwas geben, das man nicht weiß. Von diesem Punkt aus denke ich. Ich weiß genau, wie es funktioniert. Aber niemand will es wissen. Ich würde es lieber nicht wissen. Ich war dumm genug zu fragen, wie alles funktioniert. Verstand es zuerst nicht. Es brauchte 4 Jahre, um den Kern herauszuholen. Die Bedeutung richtig zu verstehen, dass du tatsächlich durch Raum und Zeit kreist. Vor und zurück, bis du bereit bist, in die nächste Phase zu gehen. Im Moment haben wir irgendwann 15 Jahre übrig. Aber wenn wir es nicht schaffen, werden wir immer wieder von vorn beginnen, bis wir alle den Weg des Gerechten gehen. Also keine Sorge, das Gute wird am Ende immer siegen. Das Gute wird immer ich sein. Tschüss, Mike.